Ja, ab 13. Zusammenfassung ist das jetzt und wir gehen direkt ins Spiel gegen Everton. Zu Hause, ein Heimspiel also. Direkt zu Beginn hier wird Hazard geschickt. Geht's gleich richtig gut los. Hazard mit einem Dribbling, aber dann der Pass zu Lampard, David Alaba. Der Distanzschuss aber leider etwas ungefährlich. Fellaini jetzt auf der Gegenseite, das Kone direkt richtig frei. Der versucht den Lupfer. Der kommt aber zum Glück nicht an, beziehungsweise Peter Cech passt da super auf. Der Pass kommt super auf Eden Hazard auf der Gegenseite. Das ist ja ein Hin und Her der Extraklasse. Richtig gut gesehen. Und dann macht den Hazard richtig knapp. Und jetzt Ecke von Frank Lampard. Fast wäre da David Luiz rangekommen. Alaba macht das super. Dann nochmal die Schusschance für Hazard. Jetzt Dribbling von Marco Reus. Marco Reus schießt den eigenen an und das ist auch noch abseits. Ist ja bestimmt extrem gefährlich geworden, aber schießt den Verteidiger und noch den eigenen. Ja, von Torres eigentlich noch gar nichts zu sehen, auch wenn er jetzt von Anfang an spielt. Naja, er hat ja auch schon das eine oder andere Phantomtor geschossen, vielleicht schafft er es ja in diesem Spiel wieder gegen Everton. Auf jeden Fall geht es jetzt in der zweiten Hälfte etwas ruhiger weiter. Hier aber dann der Ballverlust. Frank Lampard mit einem Sprint. Frank Lampard, da ist das 1:0. Everton will erstmal Ruhe ins Spiel bringen, passt die Bälle ganz gechillt rum und dann ist da letztendlich Frank Lampard, der das Ganze ausnutzt. Und Everton trotzdem ist jetzt immer noch am Drücker und das ist doch unglaublich, wie kommen sie da immer an den Ball? Das ist ja ein Ping-Pong-Tor fast schon. Unglaublich, dass da wieder direkt der Gegentreffer kommt. Glück für Everton. Aber es ist wieder genialer Pass auf Eden Hazard, der zieht durch und wäre da der Verteidiger nicht im Weg gewesen, hätte es da wieder geklingelt, aber trotzdem nochmal Reus auf Mata. Unglaubliche Parade von Howard. Und es steht immer noch 1:1. Die Spannung bleibt erhalten. David Luiz jetzt mal mit nach vorne gekommen. Da fehlt er natürlich hinten, aber vielleicht ist er das auch hier. Und er trifft. Macht es den Stürmern vor. Zwei Defensivleute treffen. Lampard und David Luiz. Super Schuss. Besser platzieren kann man ihn nicht. Das ist eben die Klasse von David Luiz. Ein exzellenter Verteidiger und auch ein torgefährlicher Stürmer. Stürmer ist natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt geht's direkt ins nächste Spiel. Also wir haben die 3 Punkte noch nach Hause gebracht. Und gegen West Ham United jetzt direkt ähnlich geht's weiter. Kaka, schade. Hazard ist da wieder gut durchgekommen. Sieht dann den freier stehenden Kaka. Hazard hat auch 3 Spieler auf sich gezogen. Deshalb hat Kaka hier auch Platz. Der sieht jetzt aber Alaba hier in der nächsten Situation. Aber schießt den Torhüter an. Nächste Chance, Mata. Super Schuss. Auch super platziert, aber leider springt der Ball vom Pfosten nicht ins Tor, sondern ins Tor aus. Maiga auf Nolan. Nolan! Gute Torchance. Aber immer noch Chelsea, weniges zu sehen von West Ham. Und da ist der Treffer unglaublich. Direktabnahme von Eden Hazard, super platziert. Vorlage von Kaká war auch richtig gut. Und das ist zum Glück auch die Führung zur Halbzeit. Ja, eigentlich verdient, weil West Ham einfach nicht viel zeigt. Jetzt aber vielleicht mal Ashley Cole rennt da raus, will da vielleicht die Abseitsfalle öffnen, aber reagiert zu spät und da, was ist da los? Schon wieder der Gegentreffer. Es gibt's nicht. Immer eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr. Hier versaut den
die Führung, die eigentlich auf jeden Fall immer noch verdient ist. Eden Hazard setzt sich jetzt wieder super durch. Unglaublich wieder die Parade des Keepers. Ja, Hazard zieht auch immer wieder nach innen, aber leider in diesem Spiel noch nicht so. Aber jetzt vielleicht Schürrle auf Torres. Im letzten Spiel war er das Phantom schon wieder. Und jetzt trifft er in der 90. Minute und macht die Führung klar. Also nicht mehr viel passiert in dieser zweiten Hälfte. Umso schöner ist es dann, dass es unerwartete, muss man schon sagen. 2:1, Siegtor kommt. Schürrle wieder am Tor beteiligt. Super gemacht. 2:1. Glück für Chelsea. Und sie haben einfach durchgehalten, weiterhin gekämpft für diesen Sieg und wurden dafür belohnt. Ja, jetzt geht's im Pokal, nämlich im FA Cup gegen Tottenham Hotspurs ran. Wird natürlich ein schwieriges Spiel. Da geht jetzt aber Marco Reus super durch. Marco Reus. Da ist der Ball drin. In der 3. Minute gegen Tottenham Hotspurs. Der Torhüter Jefferson ohne Chance und das macht Reus super. Einzelaktion jetzt aber auf der Gegenseite vielleicht. Jermaine Defoe super gehalten von Petr Cech. Dann die Ecke danach. Immer noch früh im Spiel. Da kommt Juan Mata ganz frei an Ball. Das ist schon fast der Konter und da setzt er sich durch. Aber doch nicht. Aber Ramirez setzt doch mal nach. Und wieder Mata. Juan Mata. Tor. 9. Minute. 2:0. Was ist da los? Jeder hätte wahrscheinlich ein spannendes Spiel mit wenigen Toren, aber vielleicht vielen Zweikämpfen erwartet. Aber nein, direkt 2 Tore nach 9 Minuten. Marco Reus jetzt schon wieder super. Das gibt es doch nicht. Doppelpack für Reus. 3:0 nach 17 Minuten. Wieder eine Einzelleistung hier. Mit dem Außenriss super ins Tor geschossen. Oh, was für eine Parade von Petr Cech. Unglaublich. Aus so einer kurzen Distanz der Kopfball und trotzdem hält er ihn noch, auch wenn er nicht optimal steht. Ball jetzt auf Fernando Torres. Der kriegt auch nochmal seine Chance und er macht sie. 45. Minute. Unglaublich. Fernando Torres. Im letzten Spiel getroffen, in diesem jetzt auch wieder. Der ist gerade in Form. 4:0 steht's. Reus natürlich auch. Super Leistung. Direkt wieder Chelsea. Da ist wieder Reus. Das ist doch unglaublich. Marco Reus mit dem Dreierpack. Und was für ein leckerer Treffer hier zum 5:0 in der 59. Minute. Zum Genießen dieser Treffer nochmal. Jefferson muss überhaupt nicht mal nach oben springen. Da sieht er schon, dass das unmöglich ist, den Ball zu halten. Jetzt aber Paulinho, unglaublich, aus dem Nichts. Tottenham hat kaum Chancen. Dann kommt wieder der hohe Ball, gegen den die wir eigentlich sehr anfällig sind. Und jetzt hier schnell ausgeführter Freistoß. Moses mittlerweile gekommen. Da ist Schürrle, der trifft nicht, aber da ist Moses. 70. Minute, Victor Moses trifft auch noch. Der muss heute in Sturm ran, weil wir ja keine Stürmer mehr haben, weil Eto'o, Vian ja verletzt sind. Wieder Victor Moses. Auf Fernando Torres, nein, kommt nicht an. Darius Rina mit dem Schuss, der wird richtig gefährlich. Darius Rinner hat auch einen super Schuss drauf, natürlich für einen Verteidiger. Deshalb auch der Freistoßspezialist von Kroatien. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. 3 super Spiele, besonders natürlich das letzte fulminante Auftakt. Direkt gegen Tottenham, 2 sehr frühen Toren, fast 3 eigentlich. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, tschüss.